Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz vor unserem Spiel gegen Aue am Sonntag um 15.30 Uhr ist der Anpfiff. Bevor wir uns dem Auftaktspiel des Club gegen Aue widmen, wollen wir Niklas Stark im Namen der gesamten Clubfamilie zum Europameistertitel mit der U19-Nationalmannschaft gratulieren. Nick ist, seit er 9 Jahre alt ist, beim Club. Also ein echtes Eigengewächs, und dass er jetzt die deutsche Elf zum Europameistertitel geführt hat, freut uns natürlich ganz besonders. Ich glaube und bin sicher, ich spreche auch im Namen des Trainerteams und im Namen der Mannschaft. Valeria Ismail, herzlich willkommen. Hast du schon Kontakt zu Nick gehabt, und wann wird er zum Club zurückkehren und wieder ins Mannschaftstraining einsteigen? Ja, von unserer Seite erstmal auch eine dickes Lob an Nick und Glückwunsch für seine erste Titel. Das sind wichtige Momente in eine Karriere, eine Fußballspieler. Und wir haben gestern nach dem Spiel kurz zusammengeschrieben, und ich habe ihm gratuliert und gesagt, dass er sollte diesen Moment genießen. Ja, das sind besondere Momente in einer Karriere, und das hat er verdient. Er wird heute zurückkehren, er wird erstmal zwei Tage freie bekommen, und Montagvormittag wird er wieder dabei bei uns. Wir freuen uns erstmal, dass er auch gesund geblieben ist. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber für den Club ist natürlich eine unglaublicher Moment, dass der Nick als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft zum Titel geführt hat. Am Sonntag startet der Club vor 35.000 Zuschauern, darunter 2.500 aus Aue, in die Zweitligasaison. Du hast Aue am Montag beim letzten Test vor Ort beobachtet. Welche Erkenntnisse hast du denn über unseren ersten Gegner gewonnen? Ja, was wir schon wussten. Ja. Ich habe die am Montag gesehen, aber wir hatten die ein paar Mal schon vorher gesehen. Das ist eine solide, erfahrene Mannschaft aus der zweiten Liga. Es wird keine leichte Aufgabe für uns. Es ist eine Mannschaft, die absolut diszipliniert spielt, lauferisch stark, kampfbetont. Mannschaft, die Raum sehr eng macht und kommt schnell in den Zweikampf. Es wird eine geduldete Spiel sein, und natürlich, wir müssen absolut konzentriert sein und keine Fehler machen. Dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen loszuwerden. Uli Dickmeier, Nürnberger Zeitung. Hat sie denn das letzte Spiel gegen Mallorca noch mal ins Grübeln gebracht, oder kann man davon ausgehen, dass die Mannschaft auch gegen Aue das Vertrauen erhalten wird? Warum ins Grübeln? Ich frage mal. Nein, das war ein testes Spiel. Es ist für uns wichtig, erstmal, dass die Spieler das erste Mal im Stadion waren. Hat man einfach gemerkt, auch eine gewisse Nervosität. Die Spieler waren vorsichtig, und deswegen haben wir diese Generalprobe gemacht. Aber jetzt geht es endlich los. Wir freuen uns, dass es losgeht. Jetzt ist Anspannung da, gerade für die Jungs. Das macht immer die Spieler besser. Und wir sind bereit. Ja, wir haben uns sehr gut vorbereitet. Und von daher, es geht darum, dass wir sehr gut in der Partie reinkommen und wollen natürlich, wie alle anderen 18 Mannschaften, eine gute Start erwischen. Und wir werden alles dafür tun, 90 Minuten und plus sein muss. Dieter Bracke, Nürnberger Zeitung. Der 1. FC Nürnberg wird nach Meinung der Experten einer der Top-Favoriten sein. Belastet das die Mannschaft, oder glauben Sie, dass sie damit fertig wird? Jeder Spieler, der zu uns gekommen ist, wusste Bescheid, ich auch, was das bedeutet, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist keine Überraschung. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass wir erstmal uns auf das Spiel konzentrieren gegen Aue, dass wir umsetzen, was wir wollen, was wir vorhaben. Und dann sehen wir weiter. Aber der Druck ist sowieso da, unabhängig davon, was die Zielsetzung ist. Aber es ist uns klar, wo wir hinwollen. Daniel Peter, BR Hörfunk. Sie haben gerade schon Anspannung bei der Mannschaft angesprochen. Wie sieht es mit Ihrer eigenen aus, so vor dem ersten Debütspiel beim Club? Und haben Sie so eine Art Ritual? Also Samstagabend wird nochmal irgendwie ein guter Freund angerufen oder was weiß ich, gebetet, keine Ahnung. Nein, ich habe keine Rituale. Ich freue mich, dass es losgeht. Ich glaube, das ist gerade diese Anspannung, dieses Gefühl, der jetzt wieder hochkommt. Auch dieser Kribbeln im Bauch, der da ist, ist ein schönes Gefühl. Weil immer wieder nach hinten zu verschieben, noch ein Testspiel und noch ein Testspiel, dann kann man immer wieder, wie man das will, nach hinten verschieben. Aber irgendwann mal, es muss auch losgehen, und wir freuen uns einfach, dass es jetzt losgeht. Die Mannschaft freut sich auch, merkt man auch einfach in der Kabine.
Und ich glaube, dass jemand reinkommen will. Ja, aber sag bitte Bescheid. Zu spät. Und ja, also ich freue mich, dass es losgeht. Anspannung ist wieder da, schönes Gefühl, die man schon kennt. Und ja, freue mich auf Sonntag. Harald Kaiser, Kicker. Ist die Anspannung denn die gleiche, wie sie vor dem Spielen des VfL Wolfsburg der zweiten Mannschaft war? Das spüren Sie jetzt, das ist doch nochmal eine Nummer größer. Ja, immer wieder die Frage. Ich weiß, dass ich eine zweite Mannschaft trainiert habe. Ich weiß, dass ich jetzt im Profibereich bin. Aber die Anspannung ist immer der gleiche. Ich meine, es ist ein Fußballspiel, aber unabhängig davon, von einer zweiten Mannschaft, was ich erlebt als Profi vor einem wichtigen Spiel, ob ein Champions League-Spiel oder die Spiel um die Meisterschaft, diese Anspannung war genau die gleiche. Der Unterschied ist, dass ich keinen Einfluss auf den Platz nehmen kann als Spieler, nur aus der Außenlinie. Aber das Gefühl ist immer der gleiche. Stefania Blanka, Nürnberger Zeitung. Im Vorfeld war von vielen Spielern, auch natürlich von Ihnen, die Rede davon, dass es schwer wird, oder es ist ja auch nachvollziehbarerweise schwer, 15 neue Spieler zu integrieren, eine Mannschaft zu formen. Inwieweit kann es auch dazu führen, dass es als Alibi genommen wird von der Mannschaft oder von Spielern, wenn es eben nicht so gut läuft? Wie bringt man seine Mannschaft dahin, dass sie das Maximum abrufen kann, was möglich ist? Na, wir haben, ich glaube, in erster Linie unsere erste Aufgabe gemacht. Wir haben 13 neue Spieler. Ich glaube, wir haben die neuen Spieler integriert. Innerhalb von 6 Wochen, wenn man die Stimmung in der Kabine mitbekommt, das ist eine richtig gute Stimmung. Die Mentalität in der Mannschaft ist gut. Die neuen Spieler haben fast alle eine neue Wohnung gefunden. Das ist, muss man das nicht auch unterschätzen. Privat muss man sich auch wohlfühlen, wenn man Leistung abrufen will. Das ist der erste Schritt, das war schon der wichtige Schritt. Der zweite Schritt, wir haben schon intern gesprochen, es ist uns klar, dass wir Zeit brauchen werden, um uns anzuspielen. Ich glaube, dass man gegen Mallorca gesehen, die Jungs haben sich gesucht auf dem Platz. Wir haben versucht, Dinge umzusetzen, aber die haben sich noch nicht gefunden. Aber die haben sich gesucht und das ist erstmal für uns wichtig, zu erkennen, was die Jungs im Kopf haben. Und jetzt es geht darum, wir haben jetzt eine Woche Zeit gehabt, um nochmal ein paar Schrauben zu drehen. Und wir wollen natürlich am Sonntag die nächsten Schritte machen, dass man schon sieht, dass die Mannschaft sich sucht und sich auch gefunden hat auf dem Platz. Aber wir brauchen natürlich jetzt die Spiel, wir brauchen jetzt die Anspannung auch, um immer wieder zu analysieren, wo wir sind, wo wir stehen. Und deswegen freuen wir uns auf das Spiel erstmal. Philipp Waldmann, Frankenfernsehen. Was erwarten Sie für ein Spiel am Sonntag? Was kann vielleicht das Rezept sein gegen Aue? Und wie wichtig wird gerade der Start sein, damit man Ruhe im Umfeld hat? Und vor allem gibt es ja da noch das Spiel 2. Dass man sagt, okay, mit dem Erfolg kann man das vielleicht ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen angehen. Ja, vor dem Spiel 2, Spiel 1, das ist unser Fokus. Unser Blick geht nur auf Aue, nicht weiter. Wie ich vorhin gesagt habe, alle Mannschaften starten in der Liga und jeder will erfolgreicher sein. Ich erwarte eine geduldiges Spiel, was man von Aue letzte Saison gesehen hat. Und was man noch bis jetzt gesehen hat, ist eine Mannschaft, die sich zurückzieht, die Räume eng macht und versucht, über Konter zu kommen und sehr gefährlich über Standard auch. Und es geht einfach darum, dass wir die Geduld reinbringen, wenn wir die Möglichkeit haben, auch unsere Offensive zu zeigen. Das wollen wir auch tun. Aber auf jeden Fall, wir müssen geduldig sein, ruhig bleiben und keine Fehler machen. Philipp Niemeyer, nordbayern.de. Möller, aber macht nichts. Letztes Jahr haben einige Führungsspieler dann gegangen, ja, haben neue Verträge bei anderen Vereinen gekriegt. Jetzt haben Sie eine ganz neue Mannschaft. Sehen Sie denn schon bestimmte Spieler, die quasi sowas wie eine Führungsrolle übernehmen könnten? Also ich erinnere jetzt zum Beispiel, Per Nilsson war im Abwehrbereich extrem wichtig. Ich sehe auch Markus Vollner als einen Spieler, der da die Mannschaft mitreißen konnte. Haben Sie da schon solche Typen entdeckt, die so eine Mannschaft führen könnten? Ja, na gut, das sind ja sicherlich wichtige Spieler, die letzte Saison war. Die Mannschaft ist trotzdem abgestiegen. Diese Saison, wir haben auch erfahrene Spieler mit Rafael Schäfer, Javier Pinola,
Jan Polak, unsere Kapitän, da sind schon drei Spieler, die kennen den Verein perfekt, das Umfeld perfekt, die wissen, was auf die zukommt, die haben auch in der zweiten Liga gespielt. Für Jan, das wird auch eine erste Erfahrung, aber Jan hat eine absolute Top-Anstellung und das wird die Aufgabe, den erfahrenen Spieler, die junge Mannschaft zu führen. Wir haben auch dazu andere Spieler, die zweite Liga kennen, ja, wie Jakub Silvestre auch, er wird auch seine Erfahrung reinbringen. Wir haben wichtige Spieler, die wissen, wie es geht. Robert Kort ist noch einer, deswegen haben wir auch den Robert geholt, weil er wird auch seine Erfahrung mitbringen. Und von daher, ich glaube, dass aus dieser Sicht sind wir gut gerüstet und merkt man einfach auf dem Platz, wenn es losgeht, dass die Mannschaft auch sehr konzentriert und gerade die jungen Spieler auf die erfahrenen Spieler sich orientieren können. Martin Funk, Bild. Wie viele Wackelkandidaten haben Sie noch? Oder steht die Startelf in Ihrem Kopf schon? Und wann wird die Mannschaft auch erfahren, wer spielt am Sonntag? Machen Sie es erst direkt vor dem Spiel? Oder dürfen die da einen Tag vorher schon schwanger damit gehen? Nein, wir haben schon unsere erste Elf im Kopf. Aber ich glaube, Sie wissen, wie es ist im Fußball. Kann nicht mehr was passieren bis zum letzten Training. Morgen ist Abschlusstraining. Dann werden die Mannschaft schon erfahren, wer spielt. Und hoffen wir, dass nichts passiert, dann wird keine Änderung gegeben. Harald Kaiser, Kicker. Der FCN spielt am Sonntag um 15:30 Uhr. Werden Sie jetzt in den Tagen bis dahin, heute Abend, morgen, so viel wie möglich zweite Liga noch im Fernsehen schauen oder konzentrieren Sie sich da voll aufs eigene Spiel? Wir werden die Liga-Auftakt heute auch verfolgen. Da sind auch direkte Konkurrenten, die wir schauen wollen. Samstag, weil wir Abschlusstraining um 15:30 Uhr, wir werden unsere Scout auch in das Stadion schicken, um auch unsere Gegner zu beobachten. Und ab morgen geht es die volle Konzentration auf unser Spiel gegen Aue. Dieter Bracke, NZ. Der Spieler Timo Gebhardt hat unbestritten großes Potenzial. Ja. Aber der junge Mann steht sich leider sehr oft im Wege. Glauben Sie, dass Sie ihn hinbekommen, dass er noch zu einem Leistungsträger der Mannschaft avancieren kann? Also wir sind erstmal sehr, sehr froh, dass der Timo wieder dabei ist. Es war nicht abzusehen, wo ich kam, weil es gab wirklich eine dicke Fragezeichen über seinen Fitnesszustand, über seine Verletzung. Er hat bis jetzt alles mitgemacht, ohne Schmerz, sodass er jetzt den Anspruch hat, auch im Kader zu sein. Aber wir wollen den Timo natürlich peu à peu aufbauen. Wir wissen, dass er ein absoluter wichtiger Spieler sein kann für den Club. Er ist sehr beliebt, auch in der Mannschaft. Er ist im Mannschaftsrat gewählt worden. Und das ist unser Ziel, dass wir der Timo in der gleichen Verfassung, die wir ihm kennengelernt haben, aus Stuttgart zurückbringen. Aber mit ihm brauchen wir auch Geduld. Er ist auch sehr ungeduldig, merkt man auch, dass er alles mitmachen will. Aber das ist unsere Aufgabe. Aber wir glauben schon, wenn es so bleibt, wie es ist, dass der Timo uns sehr, sehr helfen wird für unsere Ziele. Uli Dickmeier, NZ. Gibt es denn außer den bekannten Langzeitverletzten momentan noch Spieler, die angeschlagen sind? Und wenn nein, können es auch Härtefälle geben, wer überhaupt in den Kader kommt, wer vielleicht auf die Tribüne muss? Ja, das ist die große Rückschläge, die wir in der Vorbereitung bekommen haben, dass mit der Verletzung von Ivan Offlon und Danny Blum uns schwer getroffen hat, weil da sind schon Spieler, wo wir fest geplant haben mit denen, auch in eventuelle Startformation. Aber bis jetzt sind alle fit, kein Problem. Deswegen wird es die erste Enttäuschung geben. Aber eine Saison ist sehr, sehr lang. Ich habe nie erlebt, dass man mit dem ersten Spieltag 11 Spieler startet und die 34 Spieltage genau wie der gleiche Spieler zu Ende die Saison bringen. Deswegen, jeder wird irgendwann mal seine Chance bekommen. Konzentriert bleiben, weiter hart arbeiten. Und die Entscheidung von heute ist nicht unbedingt die Entscheidung von morgen. Und von daher, es geht nur darum, dass wir uns alle auf das erste Spiel konzentrieren. Stefania Blonka, NZ. Eine kurze Nachfrage zu Thomas Pekka, der konnte nur dosiert trainieren diese Woche, heute früh hat er wohl trainiert, ich habe es jetzt leider nicht verfolgt. Kommt er für die Startelf in Frage oder ist es dann schon so eigentlich vorentschieden, dass er eigentlich eher ein Bankspieler dann ist für das? Nein, wir haben gewartet, gestern hatten wir auch unsere Training, wo er komplett mitgemacht hat. Heute wieder schmerzfrei,
So, das steht wieder zur Verfügung und in unsere Überlegung für eventuell in der Stadtformation. Ja. Martin Funk, Bild. Sie haben ja versucht, sehr viele Sachen auch neu jetzt zu machen, damit auch der Umbruch irgendwo auch so spürbar ist. Wird es denn in den Abläufen vor dem Spiel vielleicht auch irgendwas Neues geben? Wird man vielleicht auch Heimschläfer jetzt beim Club sehen oder wird man wieder in dieses Tageshotel nach Herzogenaurach gehen und die Abläufe zumindest gleich lassen zur letzten Saison? Es geht darum, natürlich haben wir alles geprüft, was gut war, was nicht gut war und was gut funktioniert hat. Aus unserer Sicht, Trainersicht, es gibt keinen Grund zu ändern. Also wir werden vor dem Spiel ins Hotel auch fahren. Es ist natürlich Spieltage abhängig, ob wir spät spielen oder früh spielen. Aber erstmal für Sonntagsspiel sind wir nach dem Abschlusstraining fahren wir ins Hotel. Daniel Peter, BR Hörfunk. Nochmal eine Nachfrage zu Niklas Stark. Was trauen Sie denn diesem jungen Burschen jetzt noch diese Saison zu und wie wichtig kann er noch für den Club werden? Jetzt, der kommt ja mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen wieder. Ja, grundsätzlich, der Nick hat sowieso viel Selbstvertrauen. Sehr, sehr weit für seine junge Alter. Hat er schon in der Vorbereitung gezeigt, Zeichen gesetzt auch innerhalb der Mannschaft, dass er auch Verantwortung übernehmen will, obwohl er jung ist. Und dann er hat einfach bestätigen, was wir schon in der Vorbereitung gesehen hat. Seine Leistung bei dieser Europameisterschaft war 1A. Selbstbewusst, Kapitän, wichtig für die Mannschaft, sehr laut auf dem Platz. Für uns, Nick spielt eine große Rolle in unsere Planung. Wir wissen seine Stärke, wir wissen, wo wir ihn ansetzen können und wir freuen uns erstmal, dass er zurück ist. Und das wird uns natürlich helfen, variabel zu sein in der taktischen Bereich, weil bisher das hat uns ein bisschen gefehlt. Aber jetzt sind wir froh, dass er erstmal zurück ist. Aber das liegt an ihm, diese Chance zu nutzen, die er bekommen wird. Allerdings ist er ein junger Spieler, muss natürlich aufpassen, dass er auf dem Boden bleibt und dass er auch jetzt den Fokus auf ihm noch stärker wird als bis jetzt. Aber das ist unsere Aufgabe, ihm immer wieder zu erinnern, wo der gerade Linie ist. Wolfgang Lars, Nürnberger Nachrichten. Auf welcher Position sehen Sie denn Niklas Stark? In der Nationalmannschaft hat er mal Innenverteidiger gespielt, mal im defensiven Mittelfeld. Wo sehen Sie ihn beim Club? Auf beide Positionen sehen wir auch. Wir sind flexibel. Wir wissen, dass er Innenverteidiger spielen kann. Er hat ein paar Spiele auch Innenverteidiger gespielt. Und wir wissen, dass er auch im Mittelfeld spielen kann. Und das ist, was wir schätzen an ihm. Und für unser Spielsystem, Variabilität, ist er absolut, absolut wichtig. Und deswegen, wir freuen uns, dass er wieder zurückkommt. Stefania Blonka. Mit welchem Status kehrt Niklas Stark jetzt quasi zurück? Also ist er einer, der sich trotzdem erst in die Mannschaft wieder hineinkämpfen muss, weil er eben auch 2,5 Wochen weg war? Oder hat er dadurch sogar einen Vorteil, weil er jetzt dieses Selbstvertrauen an den Tag legen kann und relativ schnell sogar den Sprung in die Startelf schaffen kann? Oder? Ja, wir haben immer mit ihm von Anfang an klar gemacht, dass er die Vorbereitung mitgemacht. Das ist natürlich jetzt bei der Europameisterschaft ein großer Teil der Vorbereitung mit uns verpasst hat. Dass er Europameister ist, dann freuen wir uns. Aber das gibt es keine Garantie, dass er Stammspieler ist. Das weiß er auch. Aber es ist natürlich immer eine Personalie, der nach an der Startelf ist. Prima. Ich denke, dann haben wir mit Nick die Pressekonferenz begonnen. Wolfgang hat auch noch eine Frage. Sie haben kürzlich gesagt, als Peniel Mlapper verpflichtet wurde, dass die Personalplanungen abgeschlossen seien. Jetzt hat der Sportvorstand die Woche gesagt, dass es möglicherweise noch den einen oder anderen Neuzugang geben wird. Was ist denn jetzt Stand der Dinge? Ja, ich habe ja gesagt, wenn nicht gravierend passieren, dass normalerweise haben wir unsere Kaderplanung abgeschlossen. Da müssen wir immer wach sein. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Kader, aber wir halten immer die Ohren offen und wir wissen, dass wir jederzeit nachlegen können. Und deswegen hat der Vorstand das gesagt, weil es geht darum, dass wir unsere Ziele erreichen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir nachlegen müssen, dann werden wir auch tun. Aber momentan haben wir nicht das Gefühl. Sind wir jetzt am Ende der Pressekonferenz noch einen angenehmen Tag. Tschüss. Danke.